Jo Leute, willkommen zum neuen Video und heute drittes Trainingsvideo gemeinsam mit David und heute wird es ein bisschen spielerischer, ja? Also Übersicht, Passspiel, Flanke, Schuss, alles drin und bevor wir jetzt hier groß krass rumlabern, David, willst du auch noch was sagen? Also an dieser Stelle schon mal danke, dass ich hier sein darf und los geht's. Bei der Übung geht es darum, dass ihr am Anfang schöne Pässe spielt, also Doppelpässe, und dann den Ball unten in das vorgefertigte Hütchenfeld reinspielt, quasi einen Pass in die Gasse. Ja? Wenn ihr dann nach innen sprintet, schreit ihr eurem Kumpel da draußen zu, ob ihr ihn kurz oder lang haben wollt, den Ball. Der spielt den Ball dann dementsprechend rein und dann einfach nur noch auf die Hütte das Ding. Und links und rechts von dem Pfosten sind zwei Stangen, circa 1,5 Meter nach innen versetzt. Wenn ihr da reintrefft, bekommt ihr einfach noch mal ein paar extra Punkte und ansonsten einfach Tor treffen, Jungs. Los geht's. Und lange Ding. Ja, David, erste Übung, die ein bisschen spielerisch was mit drin hatte. Flanke, Torschuss, macht ein bisschen mehr Spaß als die anderen? Absolut. Bisschen mehr Motivation, weil man weiß, man darf gleich aufs Tor rotzen, mal richtig ordentlich. Der Aufbau ist auch relativ simpel, dennoch ist die Übung extrem wichtig, weil solche Spielsituationen herrschen sehr, sehr oft in einem Match. Deswegen heißt es, die Übung auf jeden Fall umsetzen. Da lernt man das Timing, wo muss der Ball hin und wann muss ich den Antritt machen. Richtig. Und die Kommunikation auf dem Platz muss auch stimmen, kurz oder lang. Und ansonsten gibt es natürlich weitere Trainingsvideos von uns. Einmal hier und einmal hier. Und hier unten müsst ihr uns natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Trainingsvideo verpasst. Ansonsten unten in der Beschreibung checken, da gibt es noch ein paar Klamotten und die Sachen, die wir hier zur Übung gebraucht haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sind raus. Ciao. Ciao.